Servus Leute, in dem Video möchte ich einen kleinen Brenntest machen zu dem Optimus Polaris Optifuel. Es ist ein Multifuel-Kocher. Ich möchte dazu sagen, bitte wende den Kocher nur richtig an, mach das, was ich hier mache, nicht nach. Benutzt bitte nur die Brennstoffe, die der Hersteller als geeignete Brennstoffe bezeichnet. Das sind Kerosin, Diesel, Benzin, Petroleum. Und ich meine, das war's auch schon. Genau. Ich probiere noch ein bisschen andere Sachen aus. Bitte macht das nicht nach. Ich habe die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen hier getroffen. Feuerlöscher und so weiter steht bereit. Und ich habe entsprechende Schutzvorrichtungen im Gesicht gleich. Ich fange mit dem einfachsten Brennstoff an. Das ist Gas in der Gaskartusche mit Gewinde. Kocher macht man zu und kann das dann hier beim Schlauch anschrauben, ohne irgendwelche Umbauarbeiten. Gas kann man entweder normal hinstellen oder wenn man hier oben diese Bügel aufklappt, auch andersrum, dass das flüssige Gas in den Kocher kommt und verbrannt wird. Jetzt kann ich den Kocher aufschrauben und mit dem Optimus Sparky, so ein Piezo-Anzünder, kann ich das Gas entzünden. Ganz easy. Bevor man die Gasflasche abschraubt, sollte man natürlich sicher gehen, dass der Kocher aus ist, weil wenn man ihn jetzt abschraubt, entweicht das Gas, das im Schlauch ist, durch den Verschluss. Und wenn jetzt die Flamme noch an ist, hat man eine große Stichflamme. Mit dem Kocher kann man auch zusammen diese Brennstoffflasche bestellen. Die gibt es in verschiedenen Größen von 0,4 bis 1,5 Liter. Das ist eben wie so eine kleine Sickflasche mit oben einer Pumpe dran. Schraube ich jetzt mal auf. Kann man Benzin, Diesel, Kerosin, Petroleum, also alles Mögliche verbrennen mit. Ich nehme jetzt hier Waschbenzin. Das verbrennt recht sauber. Ist halt eben ein Flüssigbrennstoff. Kann man an sich recht viele Brennstoffe auf Erdölbasis verwenden. Jetzt kann man bei der Pumpe hier den Druck aufbauen. Und dann schraubt man das auch wieder hier in den Schlauch ran. Gut. Bei Flüssigbrennstoffen muss man den Kocher erst vorheizen. Je nach Brennstoff braucht es länger oder kürzer. Und heiz erstmal vor. Ja, jetzt ist der Kocher heiß. Man sieht, hat eine saubere, ordentliche Flamme. Passt. Waschbenzin funktioniert also. So, als nächstes benutze ich Diesel. Ja, wenn der Kocher noch nicht heiß genug ist, gibt es eben so eine Flamme. Ich muss also den Kocher noch ein bisschen mehr vorheizen für den Dieselkraftstoff. Ja, man sieht, der Diesel, der verbrennt auch lange nicht so sauber wie dieses Waschbenzin. Immerhin sind im Kraftstoff noch andere Stoffe beigemischt. Und die sind nicht so rein wie dieses Reinbenzin, Waschbenzin, wie auch immer. Aber funktioniert. Diesel funktioniert. Als nächstes kommt Petroleum. Petroleum ist auch vom Hersteller als geeigneter Brennstoff angegeben. Von daher sollte das ja funktionieren. So, jetzt Petroleum. Der Kocher ist hier noch von eben gerade relativ heiß. Na gut, ein bisschen vorheizen muss er dennoch. So, wir sehen beim Petroleum, es braucht ein bisschen länger, um vorzuheizen. Verbrennt auch recht unsauber. Ich sehe den ganzen Ruß hier schon im Kocher.
Braucht ein bisschen Zeit. So, man sieht, wenn der Kocher auf Temperatur ist, verbrennt das Ganze relativ sauber. Petroleum funktioniert also. Kerosin ist auch ein geeigneter Brennstoff, laut Hersteller. Habe ich jetzt aber nicht da, von daher probiere ich es nicht aus. Ich fahre jetzt fort mit Sachen, die jetzt nicht ganz normal auf der Liste stehen. Haben wir hier zum Beispiel einen Grillanzünder. Der ist aber auf Erdölbasis. Von daher sollte das auch funktionieren. Der Kocher ist wieder ein bisschen abgekühlt, von daher muss er wieder vorheizen. So, das Ding ist vorgeheizt, das können wir mal ein bisschen aufdrehen. Funktioniert. Grillanzünder auf Erdölbasis funktioniert also. Kommen wir zum nächsten, relativ untypischen Brennstoff, den ich gefunden habe. Ist ein Bio-Zündliquid, ist aus Fettsäuren und Methylester. Ist da noch mehr drin, das weiß ich jetzt nicht. Ist also für Barbecue und sowas, also um auch einen Grill anzuzünden, aber eben Bio. Bin ich mal gespannt. Man muss natürlich immer bedenken, dass wenn man den Treibstoff wechselt, dass man den Schlauch leer brennen lässt, sonst ist ja noch der vorherige Brennstoff im Schlauch drin. Stelle ich natürlich immer sicher, wenn ich hier wechsle, dass der Treibstoff verbrannt wird, den ich gerade reingefüllt habe. Ne? Drehe ich das mal auf. Man sieht, das Bio-Brennliquid funktioniert auch. Ich habe jetzt hier noch Bio-Brennethanol, ist also Alkohol. Alkohol hat ganz andere Brenneigenschaften als diese anderen Brennstoffe. Ist auch vom Hersteller nicht als geeigneter Brennstoff angegeben. Wird wahrscheinlich dem Kocher auch nicht so gut tun. Aber wir probieren es mal aus. Bio-Brennethanol. So, jetzt kommt der Brennstoff flüssig raus, jetzt brennt's. So, schauen wir. Hab das vorher schon mal ausprobiert, sobald der Kocher zu heiß wird, ist es das gleiche wie eben gerade, dass das Alkoholgemisch einfach nur verdampft und dieser Dampf nicht mehr brennt. Jetzt werde ich auch mal ausprobieren, ob ich damit einen Liter Wasser zum Kochen bringen kann. Man sieht schon, der Kocher verbrennt den Treibstoff langsamer, als er rausfließt. So, schauen wir mal, ob wir den Liter Wasser zum Kochen bringen können. So, jetzt ist er zu heiß geworden, der Kocher. Und daher ist er einfach ausgegangen. Ja, das Wasser ist fast am Kochen. Also sind schon ein paar Bläschen drin. Heißt, wenn man den Kocher entsprechend regelt, während dem Verbrennungsprozess, dann kriegt man es hin, dass man damit Wasser kochen kann, mit dem Ethanol. Natürlich nicht optimal. Also Ethanol kriegt einen halben Daumen, beziehungsweise einen Daumen runter, weil es nicht richtig funktioniert. Jetzt wird's richtig dreckig. Hab hier jetzt Bio-Kettensägenöl, ist relativ dickflüssig, nutzt man eben für Kettensägen, dass die Kette ordentlich leitet. So, gucken, ob man das halbwegs sieht. Also ein echt dickflüssiges Öl. Bio-Kettensägenöl. Der Kocher ist immer noch ein bisschen heiß. Schau mal, es kommt schon raus. Es brennt. Nee. Also jetzt gerade kommt da nur
dickflüssiges Öl raus, ein bisschen Schaum. Das ist natürlich auch nicht optimal für die Düse und für alles, weil das relativ dreckig verbrennt und dann eher klebt. Und ist sozusagen unten diesen Docht benutzt. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen mehr. Also das Ganze brennt im Kocher sehr schlecht. Unten der Docht brennt jetzt schon mal so ein bisschen. Ist halt so eine Art Schwamm drin, irgend so ein Flusenzeug, womit man dann eben den Treibstoff anzünden kann. Gut, jetzt brennt schon mal der Docht. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis dieses Bio-Kettenöl, bis das jetzt angefangen hat zu brennen. Guck ich mal, ich heiz jetzt mal echt ganz langsam vor. Mal schauen, was bei rumkommt. So, das Ganze brennt jetzt schon relativ gut. Wird auch immer heißer. Ich versuche jetzt schon mal, ob es geht. Na, nicht wirklich. Es braucht also wirklich lange, um auf Temperatur zu kommen. Aber man sieht, die Flamme ist schon relativ gut. Das ist gerade das Öl, das hier unten aufgesaugt ist und durch diesen Docht verbrennt. Damit könnte man wahrscheinlich auch schon Wasser kochen. Ich werde jetzt mal meinen Topf Wasser aufsetzen. Mal schauen, was passiert. Wenn man jetzt so kocht, ist natürlich dann fraglich, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, was zu improvisieren mit der Dose und einem Docht oder ob man doch irgendwie irgendwas baut. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn der Kocher ein bisschen heißer wird. Vielleicht können wir damit richtig kochen mit dem Öl. Man kann anhand des Rauchs sich schon vorstellen, wie stark das Ganze rußt. Wasser ist auch schon relativ warm, sind schon die ersten Bläschen da. Ich werde jetzt mal aufdrehen und die Düse ein bisschen reinigen, vielleicht ist sie verstopft. Ja, man sieht, da macht sich was. Also eine blaue heiße Flamme ist es nicht. Und das ganze Öl, das eingespritzt wird, wird auch verbrannt. Ich sehe nämlich, unten sammelt sich kein Öl. Heißt, das ist wohl das Maximale der Gefühle. Und so können wir eigentlich schon relativ gut kochen. Ist halt echt sehr starke Rußentwicklung. So, man sieht jetzt schon ganz gut, das Wasser ist kurz vorm Kochen. Das Öl verbrennt kurzzeitig sogar in einer hellen blauen Flamme. Aber die Düse verstopft sich relativ schnell, weil das Öl ja recht klebrig und dreckig ist. Ich habe jetzt mit dem Tool öfter schon meine Düse gereinigt. Ich hatte das auch schon mal, also den Kocher auch schon mal vorher mit dem Öl betrieben und ich muss sagen, das ist eine richtige Sauerei, der wird innen drin total dreckig. Klar, ist auch nicht dafür gemacht, ne? Aber so im Notfall kann man damit schon mal sein Wasser kochen, muss ich sagen. Kocher leidet natürlich darunter, ist nicht so optimal. Mal schauen, ob ich blaue Flamme nochmal hinbekomme. So, das Bio-Kettensägenöl kriegt also eher so einen halben Daumen. Es funktioniert relativ gut, geht zumindest nicht wie das Bio-Ethanol plötzlich aus, wenn es zu heiß wird, sondern verbrennt halt einfach sehr unsauber. Aber kochen kann man damit, dauert auch ein bisschen länger. Meine nächste Eskalationsstufe ist dieses 5W30 Motoröl. Aber bevor ich das jetzt verwende, werde ich den Kocher bzw. die ganze Leitung erstmal mit der Gaskartusche durchspülen, dass das Öl von eben gerade erstmal komplett aus der Leitung kommt. Also merkt man jetzt ganz gut, wie die Düse hier verstopft wird. Weil jetzt kommt kein Gas mehr raus. Jetzt benutzen wir mal Kneten. Da kommt immer wieder mal was. So. Kocher ist noch relativ heiß. Das Öl ist jetzt bisschen flüssiger als vorher das Bioöl. Das heißt, es strömt schon besser raus. Ich vermute eine ähnliche Reaktion wie bei dem
Bio-Kettensägenöl, also dass die Düse ein bisschen leidet. Jetzt zündet wieder den Docht an und lass das Ganze gemächlich vorheizen. Man sieht, das Ganze verhält sich wieder ähnlich wie eben gerade das Bioöl. Also einfach nur die gelbe Flamme. Das Öl verbrennt durch den Docht. Es rußt auch wieder sehr stark, wie man durch den Rauch erkennen kann. Ich drehe jetzt mal ein bisschen auf. Ja, also es verbrennt nicht wirklich schön. Ja, und es fließt schneller in den Kocher, als es verbrennen kann. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Düse ein bisschen aufgedreht hat wegen der Verschmutzung. Aber so kann man notfalls schon kochen. Sieht, es ist schon eine Flamme, der man Wasser erhitzen kann. Aber sobald ich weiter aufdrehe, fließt wieder flüssiges Öl in den Kocher rein. Also bei so einer geringen Flamme kann man das Ganze doch dann relativ gut benutzen. Ist ja wieder die Frage, ob das gut für den Kocher ist oder ob man da lieber irgendwas improvisiert aus einer Dose oder so. Aber für Notfall funktioniert es, kriegt es von mir auch eher einen halben Daumen. Ja, optimal ist es natürlich nicht. Gut, jetzt will ich nochmal eine richtige Sauerei wagen. Ich werde alle Brennstoffe, die funktioniert haben, werde ich zusammenmischen und verbrennen. Macht das Ganze zu Hause bitte nicht nach, das ist gefährlich. Ich habe hier Feuerlöscher und alles bereitstehen. Entsprechende Leute sind informiert. Also mische ich jetzt hier den Grillanzünder, den Diesel, dieses Bio-Zündliquid, Waschbenzin und Petroleum. So mische ich im relativ gleichen Verhältnis in diese transparente Flasche. Dann zeige ich euch das, wie es verbrennt. Also der Kocher brennt jetzt schon eine Weile, kommt aber auch durch den Regen, der immer wieder drauf tropft, jetzt nicht so auf die Temperatur, um sauber zu verbrennen. Jetzt habe ich hier gut auch alles zusammengemischt. Man sieht, die Flamme bleibt gelb. Gucken, ich lasse noch mal ein bisschen brennen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Aber Wasser kochen könnte ich so schon mal. Ja, man sieht, der Kocher brennt jetzt schon seit ein paar Minuten. Und die Flamme wird nicht blau, liegt wahrscheinlich auch an dem Regen, der immer wieder drauf tropft. Aber so könnte ich jetzt trotzdem Wasser kochen mit diesem komischen Gemisch. Also das Gemisch, naja, auch wieder ein halber Daumen. So, danke fürs Anschauen. Der Regen wird gerade immer stärker. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.